Einen wunderschönen guten Nachmittag zusammen. Ich darf Sie heute recht herzlich zu einem weiteren Online-Seminar aus dem Hause Smarttech begrüßen. Mein Name ist Florian Geit, ich bin Business Development Manager bei Smarttech und ja, moderiere Sie heute durch unser 30-minütiges Seminar zum heutigen Thema RFID und NFC im PSA-Bereich. PSA, persönliche Schutzausrüstung. Haben wir heute gleich zwei Vorträge. Zum einen Herr Grönninger, unser Experte mit langjähriger Erfahrung im RFID- und NFC-Bereich. Der wird Ihnen im Hallo. ersten Vortrag den Einsatz und Nutzen anhand bereits umgesetzter Kundenprojekte im PSA-Bereich veranschaulichen. Genau, und der zweite Vortrag wird von unserem Kunden Edelried gehalten. Herr Tobias Kleckel ist heute zu Gast. Er ist Experte für seinen Bereich im Produktmanagement bei Edelried und er geht heute auf die aktiv genutzte RFID-Anwendung im spezielleren, also PSA-GA, das heißt gegen Absturz sein. Und ja, Edelried ist Spezialist für Schutzausrüstung, insbesondere im Berg- und Klettersport, sowie auch im Segment der Arbeitskleidung. Und Sie bekommen hier einen Einblick, wie die RFID-Technologie von Smarttech, der Firma Edelried, einen Mehrwert gebracht hat. Ja, dann wir steigen auch dann gleich ein in die Präsentation und ich würde Sie bitten, nicht zu zögern, wenn Sie Fragen haben und sie gerne auch zu stellen. Und sofern es die Zeit zulässt, werden wir sie live beantworten. Ansonsten werden die Fragen auf jeden Fall nicht unter den Tisch gekehrt und wir kommen dann persönlich auf Sie zu. Und ja, wir von Smarttech, wir sind seit über 20 Jahren im Bereich von Produktkennzeichnungslösungen unterwegs und wir kombinieren Labels, Typenschilder und auch verschiedenste Logos mit RFID oder NFC, um die Produkte eben nicht nur optisch hervorzuheben, sondern auch ja, zu digitalisieren und sie somit für die Themen Digitalisierung, Industrie 4.0, IoT vorzubereiten und ja, zukunftssicher zu gestalten. Und dies passiert in unseren Produktionsstätten in Mindelheim im Allgäu sowie auch in Tschechien in Bystrice und das eben seit 20 Jahren mit großem Erfolg. Und bevor ich Sie jetzt weiter aufhalte ja, Einführungen, freue ich mich eben Herrn Gröninger anzukündigen und ich übergebe das Wort und wünsche Ihnen viel Spaß beim ersten Vortrag. Ja, hallo, mein Name ist Heinz-Hermann Gröniger. Ich bin seit 4,5 Jahren Business Development Manager bei Smarttech und war auch vorher schon viele, viele Jahre im RFID-Bereich unterwegs. Wir haben heute das Thema RFID, NFC im PSA-Bereich und hierzu möchte ich Ihnen ja ein paar Details nennen oder mit aufführen. Starten wir auch gleich in die Präsentation. Erstmal kurz eine Übersicht, was Sie denn zu erwarten hat. Ich habe die Präsentation in vier Teile eingeteilt. Einmal, was bedeutet PSA? Da gehe ich dann mal auf Details ein, was da ein bisschen dahinter steckt. Was beinhaltet PSA? Also welche ja, Arbeitsmaterialien gehören dazu? Warum RFID im PSA-Bereich? Klar, wir von Smarttech möchten natürlich uns gerne unsere RFID-Produkte auch verkaufen und deswegen ist das natürlich ein Schwerpunkt von uns. Und zum Schluss bringe ich noch ein paar Anwendungsbeispiele von Kunden, mit denen wir ja, jahrelang Erfahrung haben und sehr gute Produkte dort aufgebaut haben. Starten wir gleich mit dem ersten Thema, PSA. PSA bedeutet persönliche Schutzausrüstung. Also die Ausrüstung, die direkt am Körper getragen wird und entsprechend zur Abwehr und Minderung von Gefahren bestimmt ist. PSA ist aber nicht unbedingt Mittel zum Zweck. Also PSA soll nicht nur schützen, sondern man soll im ersten Schritt erstmal die Gefahren abwehren, dafür sorgen, dass die Arbeitsumgebung sicher ist. So dann auch der Spruch von der Betriebssicherheitsverordnung, technische und organisatorische Maßnahmen haben Vorrang vor PSA. Allgemein, wenn man dann schon im Bereich ist, dass man festgestellt hat, PSA muss hier eingesetzt werden oder es ist erforderlich, gilt PSA für jeden. Und das ist wirklich unabhängig von seiner Tätigkeit. Das ist dann zum Beispiel im Labor, angefangen von der Reinigungskraft über den Labormitarbeiter bis zum Professor oder Doktor. Alle haben dann sich an diese Richtlinien zu halten und entsprechend ihre Ausrüstung dort zu tragen. Ein Doktortitel oder ein Professortitel schützt nicht vor Gefahren. Der PSA-Bereich wird in drei Kategorien eingeteilt. Gehe ich gar nicht so sehr ins Detail rein. Da wird der Herr Kleckel von Edelried noch nachher ein bisschen genauer darauf eingehen. Aber es gibt hier so ein paar verschiedene Abstufungen, Sachen, die man einfach einsetzen kann oder für die man entsprechend dann Schulungen braucht. Und was halt eben das Wichtigste ist, deswegen wird eine Software entsprechend dafür benötigt,
dass PSA regelmäßig, also eine jährliche Kontrolle gesetzlich vorgeschrieben ist und eine entsprechende Protokollierung dazu. Hier eine kleine Übersicht über ja, mögliche Ausrüstungsgegenstände, die dort ja, zum PSA-Bereich dazugehören. Als Beispiel Augen- oder Gesichtsschutz, also eine Brille im Laborbereich zum Beispiel, Helme auf einer Baustelle oder natürlich auch beim Klettern, also überall dort, wo man sich den Kopf stoßen kann oder wo einem was natürlich auch auf den Kopf fallen könnte. Gehörschutz bei der Arbeit an Maschinen, Schutzkleidung beim Umgang zum Beispiel mit den Chemikalien oder auch PSA gegen Absturz, das wird heute auch von Herrn Kleckel ein Hauptbereich sein, bei entsprechenden Kletterarbeiten. Aber das könnte man dann noch beliebig erweitern, was ich Handschuhe gegen Verätzungen, diese Kettenhandschuhe, die beim Metzger sind, damit der gute Metzger am Freitagabend auch mit 10 Fingern noch nach Hause kommt. Also alles diese Schutzsachen, die den Körper entsprechend vor den ganzen Gefahren in der Arbeitswelt schützen. Hier nur als zusätzliche Ergänzung. Arbeitsmittel in dieser Art gehören natürlich nicht zur PSA. Sie werden nicht direkt am Körper getragen. Die Pflichten und die Prüfaufgaben sind aber sehr ähnlich dort. Deswegen habe ich es hier kurz mit reingebracht. Ich bringe nachher auch noch ein Beispiel damit rein, ein Kundenbeispiel. Hier als Beispiele dann oder als Übersicht Arbeitsbühnen, Leitern, Blitzschutzanlagen und auch Ketten und Zügel. So, dann ein nächstes Thema. Warum RFID in der PSA, für die PSA? Zum einen, es gibt allgemein von den Gesetzgebern und von den Unfallversicherungen eine Vorschrift, dass PSA eingesetzt werden muss oder geprüft werden muss. Und bei der manuellen Kontrolle läuft es dann halt eben so ab, dass man irgendwie eine Seriennummer erfasst, die auf dem Artikel aufgebracht ist, das entsprechend protokolliert, den Zustand protokolliert, Datum natürlich, wann geprüft worden ist, dass man das alles hinterher auch belegen kann, dass hier eine Prüfung stattgefunden hatte. Ich habe hier mal ein Label mit rausgesucht, was hier schon einige Fehlstellen hat, einige Beschädigungen hat. Das kann halt eben immer wieder passieren, dass ein Etikett, eine optische Bedruckung, Fehler bekommt durch Abrieb, durch ja, vielleicht auch Chemikalien, die dort eingesetzt wurden und es dadurch unleserlich wird. Zum einen, diese Seriennummer, die hier oben drauf ist, die ist nicht mehr ersichtlich, nicht mehr lesbar. Und zum Zweiten auch dieser QR-Code. In diesem Fall sogar nicht nur, dass der QR-Code nicht mehr lesbar ist oder nicht mehr die richtigen Informationen liefert, er liefert sogar hier jetzt falsche Informationen. Es kommt eine ganz andere Nummer raus, als eigentlich hineinprogrammiert worden ist. Und als nächstes können natürlich auch ganz normal beim manuellen Ablesen Zahlendreher mal entstehen. Bei diesem ganzen Thema hilft dann RFID. Beim RFID ist es so, dass jeder Tag, also jedes IC, egal ob es jetzt UAF oder HF ist, also UID oder TID hat, Unique Identifier, Technical Identifier, diese Nummer ist weltweit eindeutig und ist damit wirklich, aus jedem Produkt kann es ein Unikat machen und bietet dadurch wirklich viele Freiheiten bei der Erfassung des Prüfobjektes. Als weiteres, es ist nicht unbedingt eine Sichtverbindung möglich. Man kann zwar nicht durch Metallien durchlesen, aber durch andere Kunststoffe. Es muss also nicht auf der Oberfläche angebracht werden, sondern es kann auch, wie wir es nachher sehen, können zum Beispiel in Taschen vernäht werden oder ähnlich. Ist entsprechend deswegen auch natürlich unempfindlich gegen Abrieb und Ausbleichen und kann sogar im verschmutzten Zustand ohne weiteres benutzt werden, weil man muss ja nichts mehr optisch lesen. Da wir hier schon im digitalen Bereich sind, wir erfassen die Seriennummer, diese UID ja mit einem Lesegerät, sind wir schon sehr digital und können dann entsprechend die Daten gleich verarbeiten und entsprechend auch speichern. Die gesetzlichen Vorschriften werden auch eingehalten. Hier gibt es nicht irgendwie von wegen, man darf es über diese Art nicht verwalten. Das ist alles schon gesetzlich geregelt, dass das mit erlaubt ist. Und was es einfacher macht in den vielen Anwendungsbereichen, zumindest für HF-Technik, kann es mit den meisten Smartphones und Tablets ausgelesen werden. Bei UAF braucht man halt eben noch einen kleinen externen Leser dazu. Damit komme ich dann auch schon zu den ersten Anwendungsbeispielen. Ich habe hier mal unseren Kunden Haberkorn rausgesucht. Haberkorn ist Hersteller von industriellen, ja, unter anderem Klettergurten, bietet aber ansonsten auch andere Sachen noch dort mit an. Und Haberkorn setzt auf allen PSA gegen Absturzartikeln einen LISA-Tag ein. LISA ist deren Bezeichnung für die Software, die sie auch damit dahinterstehen haben, Life Safety, und bietet den Endkunden damit auch gleichzeitig eine Verwaltungssoftware noch mit an.
Als Tech haben wir hier einen Smart Chromotion im Einsatz. Das ist dieser schwarze auf der rechten Seite, der in einer, wie man es auf der linken Seite sieht, in so einer Klettschutzvertasche ja eingenäht wird und entsprechend oben am Gurt an der Schulter befestigt werden kann. Der Smart Chromotion ist ein ja, Laminat aus verschiedenen Kunststofffolien, unter anderem auch ein Schaumstoff. Dadurch wird dann auch das Label, was da drin verarbeitet ist, gegen Schläge und Stöße geschützt und ist damit sehr robust. Das ist jetzt kein harter Transponder, aber so also flexibel, aber steif sozusagen. Und kann damit auch keine Verletzung entsprechend dem Mitarbeiter dort zuführen. Kurzer Überblick über die Software. Das ist jetzt die Sicht für den Endanwender, sprich derjenige, der hinter den Gurt oder Ähnliches trägt, damit er auch prüfen kann, ob alles für ihn in Ordnung ist. Er kann entweder den QR-Code, der auf so einem Zettel mit ausgedruckt ist, oder natürlich den NFC-Transponder auslesen und bekommt dann über die kostenlose App ein einfaches Ampelsystem oder über ein einfaches Ampelsystem den Status angezeigt. Grün ist dann, dass die Absturzsicherung freigegeben ist, ist alles einsatzbereit, ist geprüft worden. Und unten über so einen Balken kann man dann sogar sehen, wann die nächste Prüfung stattfinden wird. Bei Gelb, da ist dieser Artikel im PSA-System noch nicht hinterlegt oder im LISA-System noch nicht hinterlegt, entsprechend muss hier durch eine fachkundige Person noch eine Prüfung stattfinden, der das auch im System dann entsprechend hinterlegen kann. Und entsprechend rot kann man sich dann schon denken, hier besteht dann Gefahr, die PSA ist nicht freigegeben, entweder fehlt die jährliche Prüfung oder es wurde ein Defekt festgestellt und aussortiert. Der nächste Kunde, das ist die Bayerische Bergwacht Bayern, beziehungsweise ja, deren Schwesterunternehmen sozusagen, Stiftung Bergwacht, sitzen beide in Bad Tölz zusammen und die setzen von uns ein Produkt ein, das ist, nennt sich Seilende-Etikett, in zwei Varianten, einmal mit dem Bergwacht-Logo und einmal mit dem CSA-Logo. Bei diesem mit dem CSA, also dem linken Bild, kann man sehr gut den Aufbau erkennen. Im unteren Bereich ist das Label bedruckt, entsprechend mit Logo und Ähnlichem. Man sieht im Hintergrund auch die Antenne durchscheinen. Dahinter ist dann entsprechend die Antenne angebracht und einfach als Label dort dahinter. Im oberen Bereich ist dann der transparente Bereich und zur Anbringung wird es dann einfach so genommen, dass der bedruckte Bereich als erstes ums Seil drumherum gewickelt wird und dann eine zweite Umrundung nochmal mit dem Transparenten obendrauf, damit es entsprechend der Druck geschützt wird und natürlich auch entsprechend die Verklebung geschützt wird. Als Klebstoff nach unten hin haben wir dann auch einen Klebstoff verwendet, der für die Seile gut abgestimmt ist, sprich das darauf auf diesem Nylon-Material sehr, sehr gut hält. Und seinerzeit hatte die Bergwacht, als sie da mit uns gestartet haben, gerade eine Neuausstattung mit Seilen und da haben die dann mehrere 10.000 Seile sogar damit gleich ausgestattet. Als weiteres haben wir dann die Firma Edelried. Das wird ja auch heute nochmal ein Hauptthema von Herrn Kleckel natürlich sein. Firma Edelried, ich gehe nicht so sehr darauf ein, ist Hersteller von Kletter- und Bergsportausrüstung. Sie haben auch eine eigene Software. Hier nennt die sich GearPilot. Da wird Herr Kleckel sicherlich gleich nochmal was dazu sagen. Ist sogar nochmal deutlich umfangreicher von den Funktionen, von den Verwaltungsmöglichkeiten, was Haberkorn dort liefert. Als Produkte hat Edelried mehrere von uns im Einsatz. Zum einen das Seilende-Etikett, wie man es hier auf der rechten Seite wieder sieht, in deren Design natürlich entsprechend, aber der gleiche Aufbau dort. Und die waren auch damals die ersten, die von uns dieses Etikett bezogen haben. Als weiteres, als ganz einfache Lösung, einen Kabelbinder. Der ist dann halt dafür da, um Artikel, die schon verkauft worden sind, nachträglich nochmal mit dem Kabelbinder oder mit dem RFID-Tag auszustatten. Halt eben so, wie man einen Kabelbinder ganz normal verwendet. Machen wir hier nochmal weiter. Es sind noch zwei weitere Produkte. Zum einen hier auf der linken Seite, das ist unser Smart Dome Classic. Vom Aufbau her ist es eine bedruckte Folie, entsprechend hier mit dem RFID und Edelried Logo. Das Ganze wird dann mit einem transparenten, weichen PU nochmal übergossen, sodass sich ein ja, einigermaßen flexibler Transponder ergibt. Von unten ist das Etikett untergelegt, also das Inlay untergelegt und ist für Helme gedacht, sodass es dann auch durch die leichte Flexibilität auch auf Rundungen entsprechend aufgebracht werden kann. Das PU ist selbstheilend und gleichzeitig ja auch ein weiches PU und schützt somit den Transponder darunter auch gegen alle möglichen ja, mechanischen Verletzungen sozusagen. Und als weiteres dann noch den Smart Dome Freestyle. Das ist hier so ein ja, ovaler, ne, runder Tech, 14 mm Durchmesser. Von der Form her ist es so wie ein Smarty.
Der ist dafür gedacht, um ihn entsprechend in Taschen, bei Gurten einzunähen, wird direkt schon bei der Produktion gemacht und bietet damit dann auch schon von vornherein die RFID-Ausstattung. Und kommen wir dann auch zu meinem letzten Beispiel schon. Hier habe ich mal das Beispiel genommen, wie ich am Anfang ja schon mal diese eine Seite hatte mit den Arbeitsmaterialien, die gar nicht so wirklich zum PSA-Bereich gehören, aber die Aufgabenpflichten sind ähnlich wie beim PSA-Bereich. Ich habe hier ein Produkt von der Firma Jöckelbau genommen, die zusammen mit der Softwarefirma Tavia zusammenarbeiten. Und die haben einen Musterbauhof, auf dem alle Materialien digitalisiert sind, also wirklich alles, was sie dort rumstehen haben, zum Verleih, zum Eigenbedarf, haben die mit Transpondern ausgestattet. Und einzelne Teile, wie hier zum Beispiel in dem Foto, die Ketten müssen auch regelmäßig gewartet werden. Hier kommt von uns ein, da es ja auch ein grober Umgang sozusagen ist bei diesen Ketten, ein sehr robuster Transponder zum Einsatz, nennt sich Smart Dome Freestyle Industrial. Ein bisschen zur Vorstellung, der hat eine Größe von 66 mal 30 Millimetern. In der Mitte haben wir das Etikett, das frei bedruckt werden kann. Und da man es im Foto nicht erkennen kann, von vorne, also über dem Etikett, ist dann nochmal ein transparenter PU-Verguss, sodass er wirklich in sich hermetisch geschlossen ist. Sprich, er ist auch völlig gegen Flüssigkeiten, gegen Feuchtigkeiten geschützt und ist wirklich extremst robust. Den haben wir bei vielen Kunden im Einsatz in verschiedensten Bereichen, im Chemiebereich, Industriebereich und ist wirklich ein sehr guter Tech für solche Anwendungen. So, dann wäre ich jetzt für meinen Teil auch schon durch. Und ich bedanke mich. Ich hoffe, das war interessant für Sie und vielleicht haben Sie ja noch mal Fragen im Nachhinein dann. Heinz, vielen Dank für die tollen Ideen, für die tollen Produkte und die spannenden Projekte. Kommen wir nun von den Beispielen zu einer konkreten Umsetzung. Herr Kleckel, ich darf Sie bitten, Ihre Präsentation zu starten. Ich ernenne Sie kurz noch zum Referenten, dann können Sie auch gleich loslegen. Und wir sind gespannt, wie die Firma Edelried RFID nutzen kann und welchen Mehrwert es auch bietet. Ja, dann auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Hallo in die Runde. Auch mein Vortrag oder mein Teil richtet sich an das Thema RFID und PSAGA in dem Fall. Mein Name, wie auch schon eingangs von Herrn Geit vorgestellt, ist Tobias Kleckel. Ich bin Produktmanager für das Adventure Park Segment bei Edelried, den Digitalbereich und die Verpackung. Und selbst jetzt seit 2 Jahren bei Edelried tätig, aber auch schon seit mehr als 10 Jahren im Klettersport letztendlich, also im Bereich PSAGA tätig und entsprechend da mit einem entsprechenden Hintergrund. Genau, die Firma Edelried, wurde auch eingangs schon mal gesagt, kommt aus dem Bereich Bergsport ursprünglich, mittlerweile allgemein PSAGA, ein Verkehrbringer. Und zwar blickt Edelried auf über 150 Jahre Unternehmensgeschichte zurück. Wir sitzen in Isny im Allgäu, sind mittlerweile Teil der VD-Gruppe, haben über 200 Mitarbeiter. Die Geschäftsbereiche sind in erster Linie klassisch der Sport, also Bergsport, dann der Work-Safety-Bereich, also Arbeitssicherheit, Seilzugangstechnik, Baumkletterei, dann der Hochseilgartenbereich, also Adventure-Bereich und wir haben einen Customer-Solution-Bereich, wo wir zum Beispiel Fallschirmleinen herstellen oder auch Leinen für die Automobilbranche. Was unser Fundament letztendlich ist, ist Wissen und Innovation. Also wir haben uns auch als Vision gesetzt, eben die freie Bewegung im vertikalen Raum zu ermöglichen und dazu Wissen zu generieren und dieses auch zu teilen. Und das möchte ich heute hier auch soweit vornehmen und Ihnen ein bisschen näher bringen, was wir im Bereich RFID machen. Die Agenda oder die Punkte sehen wie folgt aus. Also zunächst werde ich kurz darauf eingehen, was PSAGA eigentlich ist, hatte Herr Grönninger im Eingangs bereits schon ein bisschen was zu gesagt. Als nächstes werde ich dann auf die rechtlichen Pflichten eingehen, wie dort RFID unterstützen kann und letztendlich auch noch auf den Status quo, also was wir da konkret umsetzen und was die Perspektiven von der RFID-Technik, in unserem Fall der ORF-Technik, sind. Genau. Was ist PSAGA? Wo kommt diese zum Einsatz? Wir haben verschiedenste Einsatzbereiche, die sich letztendlich auch in unseren Geschäftsbereichen widerspiegeln. Dazu ein paar Eindrücke, bildliche Eindrücke. Hier ist einmal natürlich so der
Privatbereich. Man sieht hier Kletterer-Bergtouren und auch alpine Touren, Hochtourengeher. Das wird heute nicht so im Fokus sein, auch wenn man da PSAGA durchaus nutzt. Dann gibt es so einen Überschnittbereich, das ist die Hochseilgartenbranche. Das sind geführte Touren und natürlich auch so der Kletterhallenbetrieb, also letztendlich der kommerzielle Bereich, wo ich mithilfe von PSAGA natürlich auch irgendwo meiner Dienstleistung oder meinem Geschäft nachgehe. Welche Besonderheiten es da dann noch das Ganze mit sich bringt, da komme ich später nochmal drauf. Und letztendlich eben der Bereich Arbeitssicherheit von Routenbau im Klettersportbereich über Baumpflege und dann klassischer Seilzugangstechnik, sei das jetzt Wartungsarbeiten an irgendwelchen Hochhäusern und Gebäuden oder Bauarbeiten, da gibt es vielfältige Einsatzbereiche. Was die Bereiche alle gemeinsam haben, ist, dass sie Ausrüstung nutzen, die der PSA zuordnen, also der persönlichen Schutzausrüstung, in dem Fall gegen Absturz, also das ist das GA, zugeordnet werden können. Und dort unterteilt man primär in drei Kategorien. Das hat Herr Gronniger auch eingangs schon mal kurz erwähnt. Und die erste Kategorie, da fallen zum Beispiel Handschuhe, Schutzbrillen, solche Gegenstände drunter, die letztendlich vor geringen Risiken, zum Beispiel oberflächlichen mechanischen Verletzungen, schützen. Dann auf der anderen Seite des Spektrums ist dann die Kategorie 3, die meistens besondere Anforderungen auch hat, die wofür im Prinzip eine Einweisung benötigt wird und die vor tödlichen Risiken, zum Beispiel Absturz im Fall von PSAGA, schützt. Also hier auch mal abgebildet neben einem Schutzanzug, was jetzt aus dem allgemeinen PSA-Bereich kommt, Klettergurt, Kletterseil, Karabiner oder hier ein Klettersteigset. Das sind so Produkte, die darunter fallen. Und alles, was irgendwo dazwischen in dem Spektrum liegt, deswegen auch hier die freie Fläche, ist dann Kategorie 2. Da fallen dann zum Beispiel Arbeitsschutzschuhe drunter oder Helme auch. Genau, so viel erstmal ganz grob zu den verschiedenen Kategorien. Wie sieht es nun aus in der gewerblichen Nutzung? Ich sagte ja, auf diesen persönlichen Bergsportbereich gehen wir weniger drauf ein, weil es da einfach keine rechtlichen Pflichten in dem Sinne gibt, dass ich die Ausrüstung gesetzlich vorgeschrieben prüfen muss. Da bin ich eigenverantwortlich, was ich hernehme an Ausrüstung und wie ich diese nutze. Im gewerblichen Bereich sieht das allerdings anders aus. Da haben wir einmal aus dem Arbeitsschutz gewisse Vorlagen. Das ist letztendlich durch die PSA-Benutzerverordnung geregelt, also hier diese Richtlinie 89656 EWG. Und ich werde das jetzt nicht vorlesen, sondern grob zusammengefasst geht es eben darum, dass die PSAGA gut funktionieren muss, hygienisch einwandfreien Zustand aufweist und entsprechende Wartungsreparaturen, Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden und auch die Lagerung ordnungsgemäß stattfindet. Das ist so das in der gewerblichen Nutzung im Arbeitsschutz. Auf der anderen Seite, wenn wir zum Beispiel im Hochseilgartenbereich, also aus meinem Bereich jetzt ein Beispiel nehmend kommen oder eben auch in der Kletterhalle, die Vermietung von Ausrüstung, auch da gibt es dann Anforderungen, die rechtlich gefordert werden und das ist dann der vertragsmäßig im Gebrauch geeignete Zustand. Also letztendlich ist das hier im Bundesgesetzbuch sogar als Pflicht des Vermieters reguliert, läuft aber auf das hinaus, was auch im Arbeitsschutz gilt. Also ich muss immer dafür sorgen, dass so ein PSA-Gegenstand in einem einwandfreien Zustand ist, in einem gebrauchstüchtigen Zustand, muss es überprüfen und gewährleisten. Daraus resultiert eben, dass ich das mindestens einmal im Jahr prüfen muss und auch dokumentieren muss. Das sieht dann so aus. Hier mal eine Darstellung vom Deutschen Alpenverein zu dem Thema. Wir haben PSA-GA-Gegenstand. Ich habe da mein Formular im einfachsten Fall, wo ich den Gegenstand eindeutig identifiziere und zuordnen kann und dann eben auch im Prinzip nachweise, ob es irgendwelche Schäden gibt oder ob der Einwand frei ist. Dazu gibt es eine Sichtprüfung und eine Funktionsprüfung. Und was jetzt hier so einfach aussieht, ist natürlich in der Realität nicht immer so ganz einfach zu beurteilen, weshalb es auch dann PSA-Sachkundige gibt, die wir zum Beispiel auch bei uns im Hause ausbilden. Hier einfach mal zwei Beispiele. Hier ein doch etwas älterer mitgenommener Karabiner. Frage, ist der noch gut? Was hält der noch? Lässt sich so nicht, also klar, jetzt aufgrund des Einschliffs, das wäre so ein Ausschlusskriterium beim Karabiner, aber grundsätzlich kann ich hier nicht beurteilen, wie fest der ist. Im Zugversuch hat der noch 24 K eingehalten. Laut Norm müsste er 20 halten, also wäre sogar noch darüber. Dass jetzt hier dieser Ausschliff letztendlich einen scharfen Grat bildet, was dann wiederum Seil beschädigen kann, ist ein anderes Thema, weshalb der Karabiner in 2SAE aussortiert wird. Aber es zeigt eben, ich kann da nicht reingucken in die Gegenstände so einfach. Und das Gleiche bei zwei Seilen, hier zwei Abbildungen von einem Seil.
Die Frage, wie viel halten Sie noch? Letztendlich hat das erste Seil einen Sturz gehalten, einen Normsturz und versagt dann im zweiten. Das zweite Seil hat noch 6 Stürze gehalten und riss dann beim 7. und gefordert sind 5 Normenstürze. Auch hier wäre theoretisch die Norm noch erfüllt. Wichtig zu wissen ist, dass das obere Seil von 1972 ist, also schon deutlich älteren Baujahrs. Bei Seilen redet man im Allgemeinen von einer maximalen Lebensdauer von 10 Jahren. Und das ist dann auch der Punkt, wo letztendlich RFID unterstützen kann. Da komme ich jetzt zum nächsten Hauptkapitel. Und zwar muss ich eben in dieser Dokumentation bei der Prüfung nachweisen, um welchen Gegenstand es sich handelt. Also wenn ich jetzt hier einen Karabiner nehme, wann wurde der produziert, kann ich den eindeutig zuordnen. Wenn ich 100 Karabiner habe, dann muss ich die irgendwie dokumentieren, dass ich auch zuordnen kann. Ich meine, bei Karabinern ist es so, dass jeder eine eindeutige Seriennummer hat. Das ist aber nicht bei jedem Gegenstand so. Das heißt, ich habe verschiedene Markierungsvarianten. Ich kann klassisch mit einem Stift irgendwo was markieren. Ich kann einen 2D-Code verwenden. Da hatte Herr Grönniger auch ein Beispiel. Auch da habe ich natürlich den Nachteil, dass ich das visuell auswerten muss und das mit der Zeit unter Umständen nicht mehr möglich ist. Und letztendlich die Variante, einen RFID-Tag zu verbauen. Das heißt, ich kann berührungslos den Tag oder ja, die Information auswerten, was im einfachsten Fall eine Tag-ID ist, die eben dieser eindeutige Code, der jeder Tag hat. Und kann die dann mit einem Gerät oder mit einem PSA-Gegenstand verheiraten, was dann in dem Fall hier auf der anderen Seite passiert. Also klassisch, ich kann meine Zettelwirtschaft pflegen oder ich kann eben auch digitale Lösungen wie einfach ein Excel-Blatt oder eine eigens dafür entwickelte App benutzen. Genau. Und das ermöglicht mir dann letztendlich auch, dass ich zum Beispiel so ein Seil, was jetzt in dem Beispiel von 1972 ist, eindeutig zuordnen kann und auch sagen kann, wie alt das ist. Ideal ist natürlich für die Markierung, dass die Markierung nicht schädigend ist, permanent ist, zeiteffizient und fehlerfrei dann in der Anwendung. Und das sind alles die Vorteile, die RFID hier bietet. Deshalb hier auch einmal nochmal eingekringelt. Und dann das Ganze natürlich in Verbindung mit einer digitalen Lösung. Ansonsten habe ich ja auch keinen Mehrwert. Wie sieht diese digitale Lösung aus? Ich habe ein Lesegerät, was ich mit einem mobilen Endgerät verknüpfe. Das kann ein Rechner sein, das kann ein Tablet oder ein Handy sein. Dann wähle ich eins der digitalen Programme aus. Unser nennt sich GearPilot, ist eigens für die PSA-Prüfung entwickelt worden. Ist letztendlich ein Dokumentationstool, ein Datenbanktool für PSA. GA scannen diesen Gegenstand ein, den integrierten Tag, den ich entweder retrofittet habe, also nachträglich einen Tag angebracht habe, oder der freie Haus schon mit dem Produkt beim Kauf kommt und kann das dann eindeutig in meiner Datenbank zuordnen. Und was kann der GearPilot? Also letztendlich, wie schon gesagt, ist der GearPilot eine PSA-Datenbank. Ich habe verschiedene Filteroptionen, kann mir also so gezielt Produkte raussuchen, habe die relevanten Infos auf einen Blick. Wenn ich Produkte einpflege, habe ich zumindest bei älteren Produkten den Vorteil, dass die automatisch eingepflegt werden mit relevanten Informationen, die dann aus der Datenbank oder aus unserem System im Hintergrund laufen. Und ich kann das Ganze als Excel exportieren oder eben auch Daten importieren per Excel. Bei der Inspektion von PSA GA habe ich dann die Nachvollziehbarkeit von Prüfvorgängen. Also ich kann da auch Fotos hinterlegen. Wenn mir jetzt irgendwo bei einem Seil auffällt, dass der Mantel aufgerippelt ist oder eine Schlinge irgendwo einen Faden zieht oder ein Karabiner irgendwo einen scharfen Grat hat, der vielleicht noch nicht kritisch ist, aber den ich beobachten muss, dann kann ich das dort alles haarklein dediziert dokumentieren und mir dann auch letztendlich das Prüfprotokoll als PDF ausdrucken oder auch ablegen im Nachhinein. Und zusätzlich haben wir dann hier auch noch eine Prüfanweisung für die einzelnen Produktgruppen, die wir auch vertreiben. Das sieht dann so aus, dass man als Prüfer dann nochmal eine Hilfestellung hat, worauf man achten muss und was die relevanten Punkte sind. Genau, so viel einfach mal zum GearPilot. Falls Sie da nun Interesse haben und sich da weiter informieren können, können Sie das gerne auf unserer Homepage tun oder direkt in dem Programm, also www.gearpilot.de, wäre die URL dafür. Jetzt noch relativ kurz zum Status Quo. Also ich habe jetzt gesagt, wofür RFID gut ist. Wir haben diese Retrofit-Lösung, die Herr Grönniger auch schon angesprochen hat. Und wir haben ein Programm, womit wir diese Pflege der Daten vornehmen können. Was wir jetzt seit diesem Jahr auch machen, ist, dass wir Tags in Karabiner direkt integrieren. Also hier sieht man es angedeutet so ein bisschen. Ist so ein kleiner linsenförmiger Tag
versenkt im Karabiner und wir haben jetzt auf dem Karabiner hier unsere Artikelnummer, eine Seriennummer, das Produktionsdatum und die Norm. All diese Daten können wir auch in einem QR-Code hier nochmal hinterlegen. Nach GS1-Format machen wir das. Das ist ein internationaler Standard, den man von der früheren ERN auch kennt. Und mit einem entsprechenden, mit einer entsprechenden App kann ich mir das so auslesen und kriege dann auch hier aufgeschlüsselt, was die einzelnen Punkte sind. Und kann das so nochmal sehen. Also das ist so ein Zwischenschritt, immer noch visuell klar, aber ich habe als Prüfer schon mal die Möglichkeit, das auch so auf einen Blick herauszufinden. Der Clou, was wir jetzt machen und was eben der quasi neue Status quo bei uns ist, so ein UHF-Tag hat nicht bloß die Tag-ID als Speicher, sondern meistens noch einen EPC-Speicher. Das heißt, es ist letztendlich eine zweite Speicherbank, auf der ich individuelle Daten speichern kann. Und das machen wir mithilfe dieses QR-Codes bei uns in der Produktion. Das heißt, wir haben hier so eine Vorrichtung, bestehend letztendlich aus einer Trägerplatte, einem Karabineraufnehmer mit einer Antenne hier unten drin. Das ist quasi das Gegenstück zu dem Tag, den wir im Karabiner eingeklebt haben und hier einem USB-Kameramodul, welches wiederum den QR-Code ausliest und die Daten dann auf den UHF-Tag schreibt. Das heißt, selbst wenn jetzt nach 1-2 Jahren der Nutzung die Markierung auf dem Karabiner nicht mehr lesbar ist und ich sie nicht mehr zuordnen kann, was ein Ausscheidungskriterium für den Artikel wäre. Das heißt, ich müsste den Karabiner, auch wenn er komplett funktionstüchtig und in Ordnung wäre, dann wegschmeißen aus gesetzlicher Sicht her, kann ich eben über diesen RFID-Tag die Informationen wiederherstellen. Das heißt, ich erhöhe letztendlich die Lebensdauer des PSA-Gegenstandes. Und natürlich dann noch die Punkte, die Herr Gröninger auch schon gesagt hatte, dass ich eine gewisse Fehlertoleranz habe. Also wenn ich natürlich alle irgendwie 100 Karabiner am Stück oder 500 Gurte, wie es jetzt bei der Bergrettung der Fall sein könnte, alle einzeln auslesen muss, was auf den Labeln steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass ich mich irgendwo vertippe und Fehler mache bei der Prüfung, was letztendlich gravierende Folgen haben kann, wenn ich da dann was übersehe und jemand abstürzt davon. Genau, und da ist dann RFID ein sehr gutes Mittel, um diese Fehlerquellen zu minimieren. Deshalb auch jetzt die Frage nach den Perspektiven. Also wir haben einen neuen Standard im PSA-Bereich durch fehlerfreies PSA-Management. Das ist eben genau dieser Punkt, den ich eben gerade aufgeführt habe. Darauf haben wir die Möglichkeit, die Lebensdauer durch eine permanente Markierung zu erhöhen. Das heißt, selbst wenn ich diese Verknüpfung über die Software nicht habe, habe ich immer noch den Tag in dem Gegenstand drin, den ich wiederum auslesen kann und die Daten wiederherstellen kann. Was darüber hinaus denkbar wäre, dass man eine PSA-Übersicht frei Haus bekommt. Das heißt, wenn ich jetzt bei einem Inverkehrbringer, also zum Beispiel bei uns, Artikel bestelle, sei es Gurte, Helme, Karabiner etc. und die mit RFID-Tags ausgestattet sind, dass ich dann auch vom Hersteller direkt quasi eine Liste bekomme mit all diesen Gegenständen und den entsprechenden relevanten Informationen. Das heißt, dass ich da gar keinen Pflegeaufwand mehr hätte. Das wäre sowas, was in der Zukunft so ja, vielleicht in 3-4 Jahren denkbar wäre in dem Bereich. Entsprechend könnte ich auch dedizierte Rückrufe tätigen. Also jeder Hersteller ist leider was, was immer wieder vorkommt, hat durch Produktionseinflüsse, kommt es nun wieder zu Rückrufen, dass ein Karabiner irgendwie nicht richtig funktioniert. Die werden dann entsprechend veröffentlicht. Und wenn ich als Hersteller natürlich dann auch nachvollziehen kann, welcher PSA-Gegenstand an welchen Kunden geht, kann ich dann da auch dediziert diese Rückrufe tätigen und natürlich auch die Sicherheit der Produkte weiter fördern oder gewährleisten in dem Falle. Genau, und letztendlich habe ich auch eine optimierte Lagerhaltung. Das heißt, wenn ich diese UHF-Tags zum Beispiel in Vetour verwende, könnte ich dann mit einem Reichweitenlesegerät durch mein Lager gehen und schauen, ob alle Gurte da sind, ob alle Karabiner da sind. Und ja, muss dann im Prinzip nicht manuell durchzählen und das durchgehen und kann im Prinzip da die Daten nutzen, um meine Lagerhaltung zu optimieren entsprechend. Genau, das war jetzt so in aller Kürze mein Teil zum Thema RFID und PSA-GA, wie wir es bei ELRIT benutzen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne direkt an mich, also t.kleckel@elrit.de, wenden oder unsere allgemeine Infoadresse. Und damit übergebe ich dann gern wieder an den Herrn Geid. Vielen Dank. Super, danke auch. Sehr, sehr spannend und natürlich sehr wichtig, sehr sensibel. Also hier geht es natürlich nicht nur um Schnittverletzungen, gerade bei Nierenbereich, PSA, GA, also gegen Absturz, da geht es natürlich auch ums Menschenleben und deswegen umso wichtiger. Und ja, jetzt die Motivation für Sie, liebe Zuschauer, wo setzen Sie PSA ein, wo können Sie Ihre Prozesse verbessern? Das wären natürlich jetzt die Fragen und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie hier auf uns zukommen und wir würden uns auch freuen, wenn Sie hier aus dem Seminar was mitnehmen konnten.
machen Sie sich Gedanken. Wir haben jetzt aktuell keine Fragen und ich denke, wir sind eher über der Zeit. Von dem her, glaube ich, ist es zeitlich jetzt auch ganz, ganz gut. Und ja, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Sie konnten das ein oder andere mitnehmen. Wie gesagt, gehen Sie in sich, schauen Sie sich Ihre Prozesse an, Ihre Produkte. Vielleicht kommt dann die eine oder andere Frage noch. Und genau, Sie können hier natürlich jederzeit auf uns zukommen. Die Kontaktdaten habe ich Ihnen gerade eingeblendet. Über den QR-Code können Sie auch einen Online-Termin mit uns, Kollegen von SmartTech, buchen. Und ansonsten auch über Edelried Telefonnummer und E-Mail-Adresse ist eingeblendet. Können Sie sich gerne an Herrn Kleckel wenden. Ja, dann würde ich das Seminar soweit beenden und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Und wir würden uns freuen, wenn wir Sie beim nächsten Mal dann natürlich wieder begrüßen dürfen. Und ja, wenn Sie Feedback haben, natürlich auch gerne. In diesem Sinne, schönen Abend und bis bald. Schönen Abend, tschüss. Vielen Dank, schönen Abend. Tschüss.